sind noch Zentren von besserer Qualität auffindbar. Es gibt kein Zentrum, welches das Beste ist, aber es gibt Zentren von sehr hoher Qualität. Was macht den Unterschied oder wodurch unterscheiden sich Zentren von Top-Qualität zum Zentren, die sagen wir, durchschnittliche Qualität anbieten? Nummer eins ist die Technologie. Man sollte Laser der letzten Generation benutzen. Es gibt keinen Laser, der ist der beste, aber es gibt Laser, die haben die letzte Technologie und das macht natürlich auch den Unterschied. Der zweite Punkt ist die Wartung der Geräte. Es ist sehr wichtig, dass alle Geräte vom Hersteller regelmäßig gewartet werden. Das heißt, auch eine Präventivwartung ist von Vorteil. Man kann Halbdefekte oder fast verbrauchte Teile sofort austauschen, damit kein Fall vorkommt, dass etwas während der Behandlung nicht optimal funktioniert. Letztendlich arbeiten wir an unseren Augen oder an den Augen der Patienten und das muss immer von bester Qualität sein. Nummer drei, das ist die nachweisbare Ausbildung der Chirurgen. Ein gewisses Know-how in dem Bereich ist sehr wichtig. Zusätzlich zu der Ausbildung und zu dem Know-how ist die chirurgische Erfahrung. Sowohl aus der Vergangenheit eine gewisse Anzahl an Operationen ist wichtig, wie auch eine permanente, also regelmäßige OP-Anzahl. Natürlich, wenn man wenig operiert, dann ist man nicht in perfekte Übung. Das heißt, eine Anzahl X Operationen pro Jahr garantiert auch eine bessere Qualität. Und darauf sollte man auch achten. Durch kontinuierliche Überprüfung eigener Ergebnisse können wir noch weiter die Qualität der Behandlung für den Patienten steigern. Und das ist natürlich extrem wichtig. Es gibt Qualitätszertifizierungen, welche die gesamte Praxis, die gesamte Klinik, alle Abläufe überprüfen. Und durch Standardisierung gewisser Prozesse kann man die Gesamtqualität der gesamten Praxis noch verbessern, noch steigern. Und damit macht das Zentrum auch besonders. Ich lade Sie herzlichst ein, unser Team persönlich zu kontaktieren. Während des ersten Gesprächs können Sie erste Fragen stellen und Sie können auch den ersten Eindruck gewinnen, wie wir mit dem Patienten umgehen und was Sie bei uns zu erwarten haben.